you mm -hmm. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Reading, ein neues Spezialreading, passend ja zu dem Thema, das jetzt... Anklopft, nämlich wir starten den Maya Zolkien-Kreislauf erneut am 21. Oktober. Das heißt, wir durchschreiten wieder den spirituellen Teil des Maya-Kalenders und da möchte ich eben mit euch genau hingucken, den spirituellen Teil. Was klopft da an? Was sind da für Themen, die kommen? Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird Knackig. Es wird herausfordernd, speziell das Jahr 2024 und der Zeugin-Kreislauf ist ja nicht gleich zu unserem Jahr, unserem Kalenderjahr. Das heißt, wir beginnen eben am 21. Oktober jetzt diesen Zeugin-Kreislauf, gehen bis... Anfang Juli und dann startet der Zollkin-Kreislauf erneut. Und da geht es ja dann nochmal durch die großen Runden mit den Portaltagen, Zentrumstagen. Deswegen haben wir das alles doppelt im kommenden Jahr. Jetzt ist aber erstmal wichtig, was, was hat denn der neue Zollkin-Kreislauf für eine Herausforderung für uns? Und das schauen wir uns heute hier an. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, dies ist kein auswahl orakel sicherlich wird es stapel geben wo es dich hinzieht aber da kannst du jetzt auf deine intuition vertrauen es wird auch stapel geben die nicht so nett sind aber es gehört alles dazu wir durchlaufen alles und das ist hier ein ganz ganz entscheidender faktor und ich habe jetzt versucht Bestmöglichst das hier mit den Karten aufzuzeigen, damit wir einfach sehen, was durchlaufen wir denn alles. Und das wird knackig. Und vor allem, damit wir alles sehen, es wird voll werden, aber das lässt sich nicht vermeiden, wenn man so eine Bandbreite anschaut. Es geht ja hier auch erstmal darum, dass wir so mal verstehen, was da auf uns zukommt. Und dann, ihr werdet ja auch unterstützt von mir mit den einzelnen Maya-Wellen, wo man dann auf die einzelnen Thematiken, was dann aktuell noch dazu kommt, auch eingeht. Aber das, das kennt ihr ja schon, wenn ihr meinem Kanal länger folgt. Wenn ihr neu dazu kommt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Auch das Abo, dass ihr alle Informationen bekommt, weil ich werde immer wieder gefragt, warum bekomme ich denn nicht jedes Video an? gezeigt das steht und fällt wie du diesen Button abonnieren drückst nämlich da gibt es dass man häufige Videos oder dann eben alle angezeigt bekommt natürlich ist auch schön wenn du ein like da lässt denn das unterstützt den kanal den wachstum und die verteilung all der informationen so jetzt aber zurück zum zoll wir schauen wir gucken was kommt auf uns zu und das starten wir mit dem ersten Stapel hier. Und die erste Karte, die sich hier zeigt, die, die geht schon direkt knackig los. Denn sie fordert etwas von uns, mit uns, an uns heraus. Nämlich, äh, dass wir se sehen, halt, ich muss euch auch die Karte zeigen, dass wir sehen, wonach wir uns sehnen. Das ist knackig. Also, wonach sehnen wir uns? Das ist der erste Startpunkt. Und dieser erste Startpunkt sagt natürlich auch ganz klar, wo ist deine Sehnsucht? Was ist da, was du noch erfüllen möchtest? Und vielleicht hast du das Gefühl, ja, ich sehne mich nach Dingen, aber irgendwo hängt gerade noch etwas. Und das gilt es natürlich dann genauer anzuschauen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, man hat Ausreden, wer alles schuld ist, aber das bringt dich ja nicht weiter, denn es geht ja darum, du möchtest etwas bewegen, du möchtest deine Sehnsucht hier umsetzen, du möchtest etwas verändern. Und die zweite Karte, die wir hier haben, ist die Karte, die uns sagt, es geht hier auch Past Life Karte um Gelübde. Ich weiß, dass es viele, viele von euch gibt, die nutzen meine Homepage, um zu schauen, wie kann man Gelübde und Schwüre auflösen. Da habe ich eine Anleitung. Wie kann man etwas verändern? Ich weiß, dass viele von euch hier schon etwas tun. Aber frag dich doch mal, wenn du Sehnsüchte hast, wenn du etwas umsetzen möchtest und merkst, irgendwie funktioniert das gerade nicht. Schaue da ganz genau hin und natürlich auch, woran es noch hapert ist vielleicht eine Balance nicht da und hier setzt dich wirklich mit dir auseinander. Sei du der Oberbuchhalter deines Lebens selber, setze dich auseinander, mach dir klar, was steckt in deiner Bilanz, also deine Balance. Sind es wirklich die anderen? Bist du es selber? Wo sind die Chancen? Wo sind die Dinge, die du umsetzen kannst und darfst? Und das, das klopft hier richtig, richtig an. also du wirst herausgefordert, dich mit dir selber entscheidend intensiv auseinanderzusetzen. eine interessante sache, die da kommt. so, jetzt sollst du dich mit dir auseinandersetzen. was ich hier auch gemacht habe, ich habe hier in diesem reading das komplette crystal of series basic cards kartendeck verwendet. das heißt, wir haben eben, über die ganze Bandbreite an Informationen einen Blick, was da auf uns zukommt. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Also, wir sehen hier, es geht um uns, um unsere Sehnsüchte. Vielleicht hast du Sehnsucht nach einer Reise, nach einem neuen Job, nach einem Partner. Egal was es ist, mach es dir bewusst. Setze dir selber ein Ziel. Wie gesagt, Du bist der Oberbuchhalter, der Bilanz zieht, der schaut, wo waren wirklich andere schuld, wo warst du selber schuld, wo hast du vielleicht etwas blockiert. Also du merkst schon, da ist richtig Auseinandersetzen mit sich selber an der Tagesordnung. Und da geht es los mit. Das Ganze sehen wir hier mittelfristig bedeutet auch okay das wird dich eine ganze Zeit begleiten das wird mittelfristig drei Monate circa und jetzt startet der Zeugchen ja 21. Oktober das heißt wir haben November, Dezember, Januar vielleicht bist du da schon dabei dieser ablauf hier wir durchlaufen ihn alle vielleicht nicht in dieser reihenfolge das heißt diese drei monate können auch für dich mittendrin sein das ist ganz ganz wichtig du wirst aber sehen es geht um ein heilungsthema heilung darf mittelfristig geschehen du gehst an diese thematik deiner sehnsüchte damit du verstehst damit du weißt wo hat es gehapert wo wo hast du einfach vielleicht einen Termin setzen müssen, um dich selber ein bisschen zu fordern, ein bisschen unter Druck zu setzen, damit etwas vorwärts geht. Also das wird richtig anklopfen, die Sehnsüchte. Wonach sehnst du dich? Und wir haben hier tatsächlich auch die Karte Partnerschaft. Das heißt, es geht bei vielen um uns, um die Liebesthematik, dass man sich mit auseinandersetzt. Möchte ich einen Partner? Habe ich die Partnerschaft, die ich will? Bedeutet natürlich auch, wenn ich das nicht habe, was ich mir wünsche, dann soll ich etwas tun. Ich nehme jetzt mal die Singles, das macht es am ziemlich einfachsten, das zu erklären. Wenn du auf deiner Couch sitzt und wartest, dass Prinz Charming an der Tür anklopft, dann wird hier die Erkenntnis kommen: so geht das nicht, so funktioniert es nicht geh hinaus melde dich irgendwo an oder geh in kneipen wo viele singles sind also du wirst herausgefordert dich dieser situation zu stellen bei denen die in beziehungen sind da wird es ähnlich sein es geht darum zu schauen okay ist das die partnerschaft die ich möchte die ich will die ich mir so gewünscht habe oder ist es eben anders und was ist der Faktor, den ich dazu beigetragen habe? Was mein Partner? Und da soll hingeschaut werden. Da soll richtig, richtig hingeschaut werden. Also weggucken zählt nicht. Wegducken zählt auch nicht. Es geht ans Eingemachte. Denn es geht hier ganz intensiv um deine Lebensreise. Deine Lebensreise klopft hier an. Dein Leben klopft an und dein Leben sagt, hey. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Willst du wirklich hier stehen bleiben? Das ist das große Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also du wirst da gefordert und du wirst so gefordert, dass das Leben sagt, hey, entscheide dich jetzt. Triff eine Entscheidung, bleibe da nicht hängen, wo du jetzt bist, sondern schau, und das war die erste Karte, welche Sehnsüchte hast du. Das klopft. Intensivst 2024 an, aber generell in diesem Zolkien-Kreislauf. Also sehr, sehr interessant. Wir haben auch noch die Karte Urlaub und Auszeit. Zeigt uns natürlich, vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Vielleicht aber, wenn du Single bist, lernst du jemanden im Urlaub kennen. Vielleicht ist aber deine Sehnsucht auch eine Reise. Das ist ja ein kollektives Reading, also ich spreche deswegen alle Eventualitäten an und das ist hier eben genau das Wichtige. Schau hier wirklich, wo sind die Dinge, die dich gerade dann antreckern? Das wird spannend. Ich habe auch eine Zeitkarte dazu genommen. Wir haben schon eine mittelfristige Zeitkarte, aber hier kommt noch eine weitere, die 10, du beginnst ganz neu. Zehn Tage, zehn Wochen. Na gut, die zehn Wochen decken sich ja relativ gut mit der Karte, die wir hatten für mittelfristig. Wir sehen jetzt aber hier auf dieser Karte, das sind auch so Herzchen, die wie zum Kleeblatt geformt sind. Also fast so, wie wenn hier in dein Herz gezielt werden soll. Also würde mich nicht wundern, wenn es bei vielen um die Liebesthematik geht. Es ist tatsächlich hier eine Karte, die sagt, es wird hier Heilung geschehen. Also du bist hier in einem Veränderungsprozess, du durchschreitest den. Das ist nicht nur Neubeginn, das ist Durchbruch und das ist wie, wie wenn du auf einmal sagst, boah. Warum habe ich das noch nicht eher gesehen? Und genau das klopft hier an, also es ist ein ganz klarer Hinweis, dass du dabei bist jetzt Chancen zu nutzen, Dinge beim Schopfe zu packen, um zu sehen, da ist noch viel viel mehr da. Da ist auch ganz ganz viel, das was ich spüre, Seelenpartnerschaften, Seelenbeziehungen, Menschen, die du an seiner Seite haben möchtest, auch Dinge, wo du auch etwas neu beginnst, etwas neu startest, auch das, das klopft hier unwahrscheinlich an. Also, es ist sehr, sehr spannend, allein schon diese Information. Aber wir wissen jetzt, wir durchschreiten eine ganze Menge. Jeder von uns in seiner Ordnung. Also, nicht genau so, wie ich es hier hinlege, bei Einzelnen vielleicht, aber wir werden sie alle durchschreiten. Wir gucken weiter. Wir gehen über in die nächsten Informationen. Und da, da beginnen wir mit einer Information, wo wir sehen, und das ist jetzt auch sehr interessant, schaut euch sie mal an, sie schaut etwas kritisch, aber sie hört zu. Das Zuhören. Höre zu. Vielleicht auch dir selber. Vielleicht in Informationen, die dir begegnen, habe Verständnis für dich selber. Schau, was da so richtig, richtig anklopft. Es wird allerhand sein, es wird einiges sein, aber es ist eben so wichtig, dass du für dich siehst, ja, ich höre, ich, ich spüre, also es geht ganz, ganz viel um dieses intensive Spüren und Fühlen. Die Past-Life-Karten sagen uns, da haben wir die Karte Ehepartner. Das ist natürlich spannend, weil wir hier schon die Partnerschaft hatten. Zeigt natürlich nochmal die Thematik. Es geht viel, viel um die Beziehungen, die wir führen, Seelenpartnerschaften. Fühlen wir uns wohl in einer bestehenden Partnerschaft oder klopft da etwas Neues an? Aber eben, und das haben wir ja hier schon gehört: Sehnsüchte. Wir sollen etwas tun. Wir müssen etwas tun, weil die Hände nur in den Schoß legen, das wird nicht funktionieren. Wir haben den reifen Mann. Der reife Mann, ja, der darf kommen, zeigt uns aber auch, es ist eine karmische Situation. Also, allein schon, dass wir hier die Past-Life-Karte hatten, Ehepartner. Wir werden Seelen, ich sage bewusst Seelen, weil das gilt für Männlein, Weiblein und egal in welchen Konstellationen, wir werden Seelen geschickt bekommen, die eine karmische Verbindung mit uns haben. Und diese karmische Verbindung führt eben dazu, damit wir auch etwas lernen, damit wir verstehen, dass wir uns entwickeln. Das kann und darf die große Liebe sein. Das muss sie nicht sein. Das kann auch mal ein One-Night-Stand sein, der irgendwas in uns wachrüttelt, der einfach die Aufgabe hat, wach zu rütteln. Und das ist mir hier ganz, ganz wichtig, dass du hier wirklich mit deiner Situation genau hinschaust. Jetzt haben wir hier auch noch die Karte Probleme. Bedeutet natürlich auch, ja, es ist nicht so einfach. Wir haben aber hier zu Beginn gesehen, zuhören, hinhören, genau spüren und fühlen. Das ist hier das Besondere. Und ich glaube tatsächlich, die Seelen, die uns hier geschickt werden, die haben Aufgaben. Das haben sie immer, aber ganz gezielte Aufgaben. Und vor allem bei denen, die irgendwo so ein bisschen hängen geblieben sind, damit wir angeschubst werden, damit wir den entsprechenden Schubser bekommen, um uns zu bewegen, um vorwärts zu schreiten. Und das, ja, das wird spannend. Wir sehen auch, und das finde ich interessant, hier die junge Frau. Ich lege sie mal bewusst hin, denn wir haben noch die Karte besonderer Einflüsse. Und, und das ist das Entscheidende, die reife Frau. Und jetzt schaut mal, es geht von der jungen Frau mit besonderen Einflüssen zu der reifen Frau. Das heißt, wir reifen an diesen Situationen, die jeweils für uns kommen. Wir wachsen, es ist viel Wachstum. Und Wachstum bedeutet nicht immer, dass es einfacher wird. Also auch wenn ich das jetzt weglächle, ähm, es wird herausfordernd, es wird knackig. Es ist aber auch unsere innere Einstellung, denn schaut mal, nicht ohne Grund haben wir hier die Karte, wir sollen zuhören, zuhören, verstehen. Wir haben auch hier schon so einiges an verstehen und dass wir durch Heilung gehen. Das geht so ineinander über, und jetzt werdet ihr auch langsam verstehen, warum alle Stapel wichtig sind. Das ist kein Auswahl-Reading, sondern wirklich alle Stapel zählen. Jeder wird sie durchlaufen in seinem Tempo, in seiner Zeit, und das ist das Besondere. Auch hier haben wir eine Zeitkarte: Da haben wir den Dienstag, werde kreativ, setze ein Zeichen. Gut, Dienstag, ein Wochentag ist noch relativ. Da kann man sagen, okay. Der Dienstag hat aber noch mehr Querverbindungen, denn... Ja, was zeigt er? Es ist etwas Männliches auch auf dieser Karte zu sehen. Es ist eine Tatkraft, eine Aktivität. Man soll etwas in, in das eigene Energiepotenzial bringen. Die Balance ist aber auch wichtig, die innere Balance. Es ist eine Energie, dass man sagt, man auch hier mit dieser Karte, es ist, es ist Aufbau, es ist ein Miteinander, ein Ziel erreichen, ähnlich, was wir hier schon in der Zeitkarte hatten. Also ihr seht, wie das ineinander übergeht. Es ist ein Durchbruch, eine Veränderung, es ist eine Reife, es ist aber auch ein Ankommen. Ein Ankommen bei dem, was deine Thematik ist. Also knackig, aber spannend. Wir schauen weiter. Wir gehen zu diesem Stapel und ja, da geht es los mit einer Information, die ist auch knackig. Denn wir sehen hier auch sie, die einmal liebte. Eine weibliche Energie, ja, es sind weibliche Karten, auch wenn du ein Mann bist, wenn du zuhörst. Das zeigt uns, wir haben geliebt, das haben wir. In einem gewissen Alter haben wir alle Beziehungen hinter uns. Das zeigt natürlich auch Erfahrungen, Reife. Es zeigt, dass wir einen gewissen, ich sage es mal vorsichtig, Ballast mit uns schleppen. Denn die Summe der Erfahrungen, die wir gemacht haben, gehen in eine Richtung, dass wir sehen, okay, da, da ist viel passiert. Jetzt darfst du dich auch fragen, warum versperrst du dich für eine Liebe vielleicht? Vielleicht versperrst du dich auch für etwas berufliches, vielleicht hast du für etwas gebrannt und bist gerade ausgebrannt und weißt gar nicht, wie das weitergehen soll. Auch das gehört hier dazu. Wir haben zwar sehr liebeslastig die Karten, aber es geht ja auch um generelle Themen, also Joblastig. Vielleicht machst du deinen Traumjob. Hast du das Gefühl, Du bist gerade ausgebrannt. Was ist da jetzt so wichtig? Wir holen eine Past-Life-Karte dazu und da sehen wir Transportation. Das ist eine Karte, die, die hat auch immer etwas, und ich möchte es fast nicht sagen, aber mit Verschleppung zu tun oder es ist etwas weggebracht worden. Das ist eine Information, die, die sagt ganz klar für dich: Okay, was ist verloren gegangen? Ich glaube, das, das ist schöner. Was ist verloren gegangen in der Zugreise deines Lebens? Wir kennen alle, da gibt es so einen, einen schönen Text, dass man eine Zugreise macht. Manche Menschen steigen ein, manche aus, manche bleiben lang, manche kurz. Ich glaube, diesen Text kennt jeder von uns. Und das passt jetzt sehr, sehr gut hier. Denn was ist jetzt so wichtig? Wir sehen hier, es geht um Lösung, Sicherheit, Stabilität. Also, es geht wieder um eine Balance in uns mit uns. Wir sehen auch und das möchte ich schon dazu holen, die Karte Kraft, Stärke und Power. Das ist eine Karte, die sagt, wir dürfen in unsere Kraft zurückkommen, das, was wir verloren haben, das darf auch wieder zu uns zurückkehren. Und da möchte ich hier nochmal den Kehrschwung machen zu der Heilungsthematik, wo die Lebensreise dabei war. Jetzt merkt ihr langsam, wie das ineinander übergeht, die ganzen Thematiken, weil eben hier viele, viele Querverbindungen da sind und uns zeigen, wo es hingeht. Also du siehst, hier war partnerschaftlich, ist aber auch so, so ein Querverweis auf das Berufliche. Und hier haben wir jetzt ganz, ganz intensiv, zwar die erste Karte, sie, die geliebt hat. Und sehen aber, es geht in Richtung Beruf. Wir haben oft solche Konstellationen und wie kann man das vergleichen? Es gibt ja in der Medizin, gerade wenn man so Allergien hat, diese sogenannten Kreuzallergien. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt fachchinesisch genau perfekt hinbekomme, aber sinngemäß. Man hat eine Allergie auf etwas, aber durch diese Kreuzallergie kommt auch etwas anders zum Tragen. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Also auch der Job hat natürlich Auswirkungen auf das Liebesleben und umgekehrt. Und da möchte ich darauf hin, dass ihr seht, hey, hier, hier ist eine Querverbindung. Das eine triggert das andere an und wir sehen aber auch, wir haben hier die Freunde, das hat auch mit Leichtigkeit, mit Freude zu tun. Also wo ist denn Freude vielleicht im Job verloren gegangen? Wo ist was auf der Strecke gegangen? Oder wo ist etwas aus dem Zug herausgefallen, was man verloren hat? Wo man sich fragt... Wo ist, wo ist das geblieben? Wo, wo ist mein Brennen für etwas geblieben? Wo ist meine Kraft und Stärke? Und da auch zu erkennen, okay, da muss ich jetzt etwas verändern. Da kommt die Veränderung, ein neuer Weg, der eingeschlagen wird, eine Veränderung, die anklopft. Und diese Veränderung sagt, ja, jetzt da, tschakka, Ärmel hoch, bring etwas in Bewegung und du hast gute, gute, gute Chancen haben wir ja hier oben schon gesehen, dass eben etwas in die Veränderung geht. Jetzt kommt hier auch noch die größere Summe. Natürlich, klar, so ein großer Geldsegen, den nehmen wir alle liebend gerne an, zeigt aber in dieser Konstellation, dass die Summe der Veränderungen etwas in den Geldfluss bringt. Und das ist das Interessante hier. Also es geht in finanzielle Bewegung, auch obendrauf auch hier wollen wir wissen zeitkarte was sagt die uns jetzt geht es gut voran zwei tage zwei wochen und ja voran geht es wir haben gesehen der neubeginn kreativ veränderung allein diese zeitkarten die sprechen schon eine eigene sprache man man richtet sich aus. Es sind klare, feine Ausrichtungen und doch sind sie in einem großen, großen Schritt. Und du wirst merken, dass all deine Bemühungen auch rasch Früchte tragen lassen. Also da ist ganz, ganz schnell etwas in der Veränderung, sobald du in die Veränderung gehst. Und das, ja, es wird knackig. Zeigt aber auch, es ist so wichtig, im Job zu schauen, dass du hier im Ausgleich in der Balance bist, also nicht nur schaffen, 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 sondern auch genug Freizeit zu haben, genug äh, Energie für all die privaten Dinge, für die schönen Dinge und eben auch, ja, für deine Talente, die du nutzen sollst, die auch in privater Natur sein können, auch wenn hier jobtechnisch etwas ist. Denn wenn du nur Überstunden machst, dann bleibt vielleicht dein Hobby, dein Sport auf der Strecke. Also du merkst, die Balance wird sehr sehr wichtig. Wow, eine spannende Sache, die wir hier haben. Wir gucken weiter und wir gucken Ja, wir haben jetzt hier eine Kerze. Da möchte ich erst noch mal drauf eingehen, denn diese Kerze habe ich bewusst mit dazu genommen, denn diese Kerze sollte Ursprünglich, ich hätte es gern in einer Sonnenform aufgebaut, dieses Kartenreading, aber das ging einfach, ihr seht es mit den Karten gar nicht. Das hätte ich nicht abbilden können. Und jetzt ist diese Kerze hier eben mittig in den Karten, auch ein bisschen wie die Sonne, weil es geht um unsere Strahlekraft, die aus uns heraus in die Welt soll. Und auf dieser Kerze. Ist ein wunderbarer Spruch, mache jeden Tag zu deinem Glückstag. Und genau darum geht es jetzt im Zollkin-Kreislauf. Wir haben den Stapel, den ich gerade schon geholt habe. Und dieser nächste Stapel erinnert uns an sie, sie, die bleibt. Jetzt haben wir hier eine Bleibe-Energie. Also. Kraftvoll, Hingabe, das ist Dinge, die wir hier schon gesehen haben, wieder zu erkennen, wo ist meine eigene Kraft, wo ist meine Stärke, wo kann ich die wieder fokussieren, wo ist denn mein, mein Wert, den ich habe. Und dieser Wert, der ist so entscheidend, weil der Wert, den du hast, den du bei dir hast, der wirkt sich aus, und da kommt die Past Life-Karte auch so auf das Künstlerische. Das Künstlerische kann tatsächlich dein Job sein, das kann aber auch eben im Privaten sein, aber es geht eben so alles ineinander über. Also du brauchst das eine mit dem anderen und alles in der richtigen Dosierung. Das ist genau der Punkt, der hier so wichtig ist. Wenn wir jetzt hier schauen, was, was wird hier so wichtig, geht es hier wieder los mit der Liebesthematik. Wir haben den Herzensmenschen. Wir sehen ein Pärchen, heißt aber auch natürlich die Menschen, die wir gerne um uns haben. Und wenn wir Menschen um uns haben, da bleiben wir auch. Sie, die bleibt. <laughs> Nicht sofort wegzurennen, auch das ist ein Hinweis. Und ich glaube, das wird in Liebesangelegenheiten dann wieder wichtig für diejenigen, die in einer Beziehung sind. Vielleicht auch, wenn du Single bist, jemand kennenlernst. Also man soll nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern wirklich schauen, an was liegen denn also diese Entscheidungen. Hier wurden wir ja aufgefordert, genau hinzuschauen, äh, wie unsere Beziehungen denn sind, ob das das sind, was wir wollen. Und jetzt werden wir aber hier mit auseinandergesetzt, bleiben wir oder gehen wir. Auch eine sehr, sehr spannende Sache, denn die Kommunikation kommt noch ins Spiel, das heißt, bleibe in der Kommunikation und die Kommunikation... Hat noch einen Nebeneffekt, dass wir hier die Autorität haben. Bedeutet natürlich auch, wenn jemand sehr forsch ist, ja, mit dem Hammer auf den Tisch klopft, etwas durchsetzen will, dann fordert uns das auch heraus. Also schau da auch genau hin. Wo will jemand etwas durchsetzen? Ist das wirklich so, wie du das willst? Manchmal ist es auch, dass man ein Machtwort selber sagen muss. Auch das kommt hier dazu. Also, ihr merkt schon, ich, ich sage alle Eventualitäten, weil, wie gesagt, übergreifend, kollektiv, alle sechs Stapel sind für uns alle. Es ist kein Auswahlreading. Ich betone es nochmal: kein Auswahlreding. Das machen wir alle durch. Alle im zolkien Wir haben. Ja, hier an dieser Autorität auch noch einen jungen Mann. Also das ist eine kraftvolle Autorität, die hier ausgestrahlt wird. Und diese kraftvolle Autorität hat damit zu tun, und da wird es jetzt knackig mit den Gefühlen und dem Herz, aber auch das monatliche Geld. Bedeutet, vielleicht hast du eine Liebe am Arbeitsplatz. Liebe am Arbeitsplatz ist natürlich auch immer so ein knackiges Ding, denn das Arbeiten ist das eine, das Lieben das andere. Es ja unter einen Hut zu bringen, nicht immer einfach, bedeutet aber auch, wir haben hier sie, die bleibt, dass wenn es um Liebe am Arbeitsplatz geht, dass es nicht einfach wird, dass man sich da gegenseitig es schon auch ein bisschen schwieriger macht. Und wenn man jetzt wieder rüber guckt, was wir hier alles hatten, sich auseinanderzusetzen. Also wir hatten ja, äh, wo die Sehnsucht ist, wir hatten das Zuhören, wir hatten die, die, die geliebt hat und dann hier die, die, die auch bleibt. Also uff, eine Knackige Sache, eine knackige Angelegenheit, die hier ähm, stattfindet. Auch hier schauen wir auf die Zeitkarte. Und die Zeitkarte, die sagt uns hier, es geht um den Skorpion. Das ist jetzt genau die Zeit, kurz nachdem der Zollchen-Kreislauf beginnt. Und die Karte sagt dir, heile die Wunden, acht Wochen, acht Monate. Also hier, das geht vermutlich zeitmäßig sehr, sehr schnell für uns alle los. Das ist eine Energie, die hier anklopft und sagt, jawohl, hier bin ich, schau mich an. Ich möchte, dass du hier Wunden heilst. Es ist eine Art Abschied, die hier auch in der Luft hängt. Es ist eine Veränderung und... Ja, du wirst auch entscheidende Hinweise bekommen. Auch das ist dabei. Wir haben hier auch eine Information. Und das finde ich jetzt spannend, weil hier unten hatten wir eher die Information, ähm, ja, dieses Bleiben oder auch, dass es so ein bisschen Reste einsammeln. Und hier ist wirklich ganz klar auch, dass man vielleicht einen Job loslässt, weil man merkt, das funktioniert nicht. Liebe privat beruflich, dass das alles so unter einem Hut nicht funktioniert. Also da kommen entscheidende Faktoren rein, die auch Entscheidungen abverlangen. Zeigt natürlich auch. Setz dich mit auseinander. Was ist hier an Energien, die fließen? Vor allem eben in in der Beziehungsebene. Und ja, du bist dabei. Ja, auch wieder hier. Es klopft Veränderung pur an. Sehr, sehr spannend. Wir gucken weiter. Wow. Puh. Ihr merkt schon, es ist knackig, es ist so so vieles, das sich hier auch immer wieder wiederholt und ich ich weiß eben auch, wenn sich die Karten so wiederholen, die geistige Welt macht das nicht, um uns zu schikanieren, sondern sie sie macht das und tut das, damit wir wachgerüttelt werden, weil das ist wie so ein Oberlehrer, der wiederholt und wiederholt und wiederholt und sagt, okay, hast du es jetzt verstanden? Und genau, das ist der Faktor Okay, wir gehen zu dem Stapel, den ich gerade hier weggezogen habe und starten mit ihr, die träumt. Sie hat Träume. Und schaut mal, wir hatten hier zu Beginn schon mal so, wo ist die Sehnsucht. Jetzt wird hier wieder von den Träumen gesprochen. Man kann sich flüchten in Fantasien, aber jetzt geht es darum... Was träumst du? Was ist da? Was kommt da zum Vorschein? Und ich finde es sehr, sehr interessant, dass wir als Past Life Karte die Babykarte haben. Denn ja, das bedeutet natürlich für den ein oder anderen auch, sich auseinanderzusetzen mit der Thematik mit eigenen Kindern, die man haben möchte, die man will, bedeutet aber auch, wenn man in die Past-Life-Energie geht, dass da auch eine Energie aus früheren Leben ins Spiel kommt, wo eben die, dieses Kind dazu kommt. Weggegebene Kinder, Kinder, die man verloren hat, Kinder, ja, alles, was mit Kindern zu tun hat, das wird eine Thematik. Vielleicht hast du den Bezug zu einem speziellen Kind und merkst, da ist eine besondere Beziehung im Hier und Jetzt. Du kannst es aber nicht erklären dann hat das mit früheren Inkarnationen zu tun. Auch das, das klopft hier unwahrscheinlich an. Die Leichtigkeit, das ist doch schon mal schön. Also, wir haben die Träume gehabt, du träumst und ja, jetzt kommt die Leichtigkeit ins Spiel. Hey, das ist doch richtig, richtig schön. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch die Geheimnisse. Die Geheimnisse sagt, okay, es wird noch nicht alles offenbart. also ein bisschen was bleibt auch noch versteckt. nein, nicht um dich zu ärgern, nicht um dich zu schikanieren, sondern weil du eben äh, in ja in Erwartung bist, im Prozess bist du aber noch nicht alles erfahren sollst. Es soll ja noch ein bisschen knackig bleiben. Auch wenn wir mit den Karten doch schon allerhand erfahren, aber alle Details werden dir nicht verraten. Wir haben die Karte langfristig und die Karte langfristig sagt uns, dass es hier auch um, um Dinge geht, die längere Auswirkungen haben. Geheimnisse, die vielleicht länger brauchen sich zu offenbaren, als du denkst. Warum ist das so? Das sind die Ahnen noch im Spiel. Also es ist eine Ahnenenergie, die hier mit dabei ist. Aber auch hier, die Ahnen wissen es. Aber sie wissen, dass du noch nicht alle Informationen haben sollst. Nein, nicht um dich zu schikanieren, sondern damit du diesen freien Willen entwickeln kannst, damit du in den Neuanfang gehen kannst, in die Veränderung und deine eigenen Sprünge. Nicht, dass du das Gefühl hast, du bist dahin geschoben worden von den Ahnen, sondern du sollst Step by Step lernen, erfahren, die Sprünge machen. Und darum geht es. Und dann sehen wir, dann kommt die Karte kurzfristig. Also kurzfristig zeigt natürlich auch, es geht relativ fix voran. Wie gesagt, kein Auswahlreading, wir durchlaufen es alle, vielleicht nicht in dieser Reihenfolge, aber das sind doch die ein oder anderen Thematiken, die sehr, sehr schnell anklopfen, schnell in die Umsetzung wollen. Und das wird nochmal bestätigt von dieser Zeitkarte, die sagt, jetzt wird es rund. Zwölf Tage, zwölf Wochen und die, die Karte 12 zeigt, es geht in das Leben. Wir haben eine Spirale mit dabei, zeigt auch, dass es viele Querverbindungen gibt, die wir ja auch hier schon gesehen haben. Es entwickelt sich von innen nach außen. Du bist in der Entwicklungsphase, deswegen darfst du noch nicht alles wissen oder sollst es noch nicht, weil du sonst... Erschlagen wärst wahrscheinlich von allen Informationen und könntest gar nicht deiner Entwicklung ja entsprechend folgen, und das ist hier das, was passiert. Also, du bist hier tatsächlich derjenige, der das Steuer in der Hand hat, auch wenn du noch nicht weißt, welches Wetter ist auf diesem Meer, das ich gerade durchschiffe. Du hast aber deine Ziele vor Augen und du gehst deinen Weg. Wow, wow, ihr Lieben, mega, absolut mega, was da auf uns zukommt und was sich da zeigt. Und jetzt gucken wir hier finalen Endspurt, beziehungsweise für manche von uns vielleicht auch der Beginn. Wie gesagt, es geht in, in unterschiedlichen Abfolgen, es ist kein Auswahlreading, es ist eben, ja. Wow, an uns und unserem Leben, was hier passiert. Beim letzten sehen wir sie, die sich Wünsche erfüllt. Wow, sie folgt ihrem Herzen. Und das ist doch schön. Was, was ist da? Was möchten wir? Was wollen wir? Wo geht es hin? Welche Entwicklung machen und tun wir? Wir schauen auf die Past Life Karte. Da haben wir Native American, das ist natürlich okay, das kann Richtung Amerika gehen, das könnte einen Einfluss haben aus dem amerikanischen, kann aber auch einfach sein, dass die Natur für dich super super wichtig wird, also auch das, das ist hier ja, mehrere Interpretationen, die hier möglich sind, aber schon mal gut zu wissen, hey, Wünsche, die sich erfüllen. Wow. <laughs> Chaos und Verwirrung. Natürlich, vielleicht hast du Wünsche, wo du gar nicht, wo du denkst, ja, das hätte ich gern, aber wie soll das funktionieren? Ich kann dir nur empfehlen, nimm es auf dein Vision Board, das empfehle ich jedem immer. Ich hatte schon sehr oft Wünsche auf meinem Vision Board und habe mir gedacht, po, mal gespannt, wie es funktioniert. Und dann sind Situationen, Dinge gekommen, wo ich sagte, wow, danke, liebes Universum. Genau das es hat nämlich hier mit den Geheimnissen zu tun. Wir sollen ja noch gar nicht alles wissen. Es ist doch gut, dass wir noch gar nicht alles wissen. Stell dir vor, du wüsstest heute schon alle Meilensteine deines Lebens, wann du geboren wirst, wann du heiratest, wann du Kinder bekommst, wann du stirbst. Halleluja, wir würden ja alle hohl drehen. Also ein bisschen Geheimnis muss schon dabei sein, auch wenn Chaos und Verwirrung ist. Aber wir gehen vorwärts, da ist Bewegung drin, da ist etwas, das so wichtig ist. Was ist so wichtig? Ja, das Ankommen, das Ankommen bei uns selber und der kommende Zolkin-Kreislauf, der wird uns unterstützen. Er wird uns fordern. Ja, es ist kein waschi kreislauf es ist ein fordernder Kreislauf. Es ist aber so wichtig, dass wir uns selber anschauen, dass wir uns selber erkennen, damit wir ja in unserem Leben ankommen und sagen, ja, das ist mein Leben. Und dann kommt aber wieder das Universum und sagt: Ja, Elebatch, ein bisschen ärgere ich dich dann doch schon. Da kommt die Karte Achtung. Warum kommt die jetzt? Jetzt haben wir doch gehört, Wünsche erfüllen sich. Glückliche Umstände. Kennt ihr alle den Satz: Das ist doch zu schön, um wahr zu sein? Boah. Streichen, klären, beseitigen. Es ist schön. Es ist wahr. Und genau darum geht es. Wir werden herausgefordert, dass wir auch diese tollen, schönen Momente annehmen, wie sie sind. Damit wir sagen, ja, Chaka, ich habe das verdient. Und darum geht es. Uns nicht mehr klein machen, zu schön, um wahr zu sein. Nein, streichen, klären, beseitigen. Ja, es ist schön und ja, es ist wahr. Und da dürfen wir alle am Ende des Tages ankommen. Die Zeitkarte sagt Samstag, suche Freude, bleibe beweglich. Ja gut, früher hat man auf den Samstag gewartet, um tanzen zu gehen, um hinauszugehen. Ähm, da hatte man ganz viel Lebenssinn danach. Jetzt siehst du, es geht um Freude, es geht um Bewegung. Und ja, bei dem Samstag, die sieben sagt man oftmals, es ist die Schicksalszahl. Es ist etwas, das schicksalhaft bei uns passiert und es ist aber wichtig, es gehört zu unserer ganz, ganz persönlichen Entwicklung und das ist genau das, was hier ist. Wichtig ist auch mit dieser final letzten Karte bekommen wir die Information, dass alles seine Zeit hat. Arbeit, Liebe, Lachen, Weinen, alles. Nimm die Zeitqualität wahr. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss für das, was hier vor uns liegt mit dem Zollkind-Kreislauf, der uns eine ganze Zeit lang, nämlich 260 Tage, begleitet. Ihr Lieben, ich bin am Ende angekommen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich finde es wunderbare Karten, die hier gekommen sind, Karten, die uns zeigen, was da so grob auf uns zukommt, wo wir uns eben ja entwickeln, wo wir vorwärts schreiten, wo wir uns finden, wo wir unser Leben sehen und all das das darf geschehen. Ihr Lieben, ich schicke euch wie immer ganz viel Licht und Liebe. Ich freue mich über jedes Like, über jeden Abonnenten, auch wenn ihr das Video teilt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich ja, wünsche euch eine bezaubernde Zeit und lasst uns den neuen Zeug Kreislauf starten, durchleben und schauen, was passiert. In diesem Sinne, Namaste.